Ja, danke, liebe Simone, für die Ankündigung. Ich möchte auch von meiner Seite aus recht herzliches Grüß Gott sagen, liebe Zuseher, und zwar zu einer weiteren Diskussionsrunde hier im Studio mit einer tollen Expertenrunde zum Thema Corona und Sport, genauer gesagt Corona und Fußball. Und da haben wir tolle Gäste eingeladen, und zwar bei mir im Studio befindet sich der Klaus Lanser, Bezirksobmann vom Tiroler Fußballverband. Hallo Klaus, danke, dass du da bist. Der Lukas Mott zugeschaltet, und zwar Vorstand für Sport, Entwicklung und Innovation vom SV Reutte. Hallo Lukas. Hallo, servus. Der Erich Schlichtherr, Obmann vom FC Vils. Habe die Ehre, Erich. Ja, servus. Danke für die Einladung und schöne Grüße aus Vils. Und der Michael Frewein, der Obmann von der AFL, also der richtige Vertreter hier dann vom Bezirk Reutte. Danke, Michael, dass du Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung und servus. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar stellen wir uns gleich die Frage, wie war bei Enk, wie habt ihr als Funktionäre in Enkam Team, in Enkam Verein den Abbruch wahrgenommen? Wie war da die Kommunikation mit dem ÖFB, beziehungsweise wie war die Kommunikation bei der AFL jetzt speziell mit den ganzen Vereinen, ich würde sagen, Klaus, fangen wir gleich bei dir an. Wie hat das Ganze stattgefunden? Wie seid ihr informiert worden? Die Information ist ausgegangen vom Präsidenten Josef Kaiser. Der ist Teilnehmer im Präsidium vom ÖFB und die haben, nachdem das Rechtsgutachten von der Uni Linz herausgekommen ist, ich glaube, das war letzte Mittwoch, haben sie dann eine Videokonferenz gemacht und da haben sie dann entschieden, dass sie praktisch die Meisterschaften für sämtliche Ligen, für sämtliche Gruppen, ob Frauen, Nachwuchs und Männer, einfach abbrechen. Wir haben daraufhin dann ein Informationsschreiben gekriegt, ich glaube, das haben auch die Vereine gekriegt, vom Präsidenten selber. Und was die Zukunft bringt, wird sich erst in den nächsten Wochen dann herausstellen. Wie war das beim SV Reutte? Ja, also wir haben die Information zum Abbruch im Prinzip über die Politik erhalten, haben am Anfang waren wir noch alle im Hallentraining sozusagen und da war ja die Diskussion, dass das Hallentraining verboten wird. Wir haben noch unser Hallentraining abgesagt, wollten 2-3 Tage später auf dem Rasen anfangen, aber da war schon von der Regierung aus klar, dass das nichts mehr wird. Und in einer kurzen und schmerzlosen Sitzung haben wir noch im Vorstand beschlossen, das Training gleich sein zu lassen und 3 Tage später hat die Regierung das im Prinzip sowieso verkündigt. Zum Abbruch jetzt von der Liga bzw. der Annullierung, im Prinzip ist klar. Und da sind wir ebenso über die Medien informiert worden, über den DFV. Der Präsident hat da seine Mitteilungen auf der Homepage und da sind wir als Verein in dieser Hinsicht informiert worden. Wie war das in Vils, Erich? Ja, wir waren ebenfalls mitten eigentlich in der Vorbereitung auf die neue Saison. Man hat es ja mehr oder weniger schon aus den Medien entnommen, was auf uns zukommen wird. Später hat man es dann von der Regierung aus gefragt, dass quasi Sportplätze nicht mehr betreten werden dürfen und so weiter. Wir haben zwar im Vorfeld schon die Trainings im Nachwuchs und auch im Kampfmannschaftsbereich eingestellt. Es war eigentlich fast jedem klar, dass im Frühjahr sicher keine Meisterschaft mehr stattfinden wird. Am Anfang war die Information vom Verband ein bisschen spärlich, was allerdings nicht ganz verwunderlich ist, da doch eigentlich alle Entscheidungsträger irgendwie ein bisschen in der Luft gehängt sind, weil keiner gewusst hat, wie geht es weiter, wann kann man wieder starten. Es sind ja dann die ersten Spiele einmal abgesagt worden. Es war allerdings ziemlich klar, dass es nicht weitergehen wird. In Summe war es dann gut, dass jetzt schlussendlich eine Entscheidung gefallen ist, dass der Meisterschaftsbetrieb noch abbrochen wird. Da man nie genau gewusst hat, wie soll man mit dem Training weiter tun, wie soll man die Spieler auf halbwegs am fitten Level halten. Und dahingehend war es sicher positiv, dass jetzt eine wirkliche Entscheidung gegeben hat.
Da muss man dann allerdings sagen, dass die Informationen eigentlich recht flott und ausführlich vom Verband übertragen worden sind an die Vereine und da können wir uns eigentlich nicht beschweren. Wie die Art und Weise, wie es gehandhabt worden ist, muss ich eigentlich im Verband und im ÖFB eigentlich ja, alternativlos zustimmen. Es war alternativlos, dass man die Meisterschaft abgesagt hat und auch wie sie gewaltet wird, also sprich die Annullierung. Ja, auf das Thema können wir nachher nochmal später zu sprechen, wie das Ganze gewertet wird, wie das in Zukunft ausschaut. Bleiben wir aber noch bei der Frage, wie hat das ausgeschaut in der AFL? Ist ja ein bisschen anders organisiert wie der ÖFB-Fußball, die Außerferner Liga. Wie hat das da mit der Kommunikation funktioniert? Du als Obmann bist da sicher auch sehr gefordert gewesen, Michael, und hast da die ganzen Vereine informieren müssen. Wie war das? Also wir haben schon im März, wo wir gewusst haben, dass die meisten Vereine so mit dem Training beginnen und wie das so angefangen hat mit den Regulierungen, sind wir auf die Vereine zugegangen und haben ihnen empfohlen, im Prinzip das Trainingsgeschehen einzustellen. Das ist dann so weit gegangen, dass wir auch die Empfehlung ausgegeben haben, das Vereinsleben einzustellen, um eben da die Kontaktfreiheit herzustellen. Und wir haben uns dann im Vorstand auch überlegt, wie wir das Ganze dann neu strukturieren können, wie wir vielleicht noch eine Rückrunde spielen können. Und gestanden und gefallen ist es eigentlich dann mit der Pressekonferenz, am 15. April war das, wo der Vizekanzler Kogler das weiter ausgeweitet hat, dass bis Ende Juli keine Sportveranstaltungen im Fußball oder im Breitensport stattfinden dürfen. Und wir haben auch auf das DFV und ÖFB-Urteil gewartet und haben dann einen Tag später auch bei uns in kurzer Abstimmung den Abbruch im Prinzip an die Vereine ausgeben mit allen anderen Wertungen und so weiter. Die Frage, wie geht es weiter, die Fortführung der Saison, hat es Sinn gemacht, dass man abgebrochen hat? Hätte es Alternativen gegeben, um das Ganze weiterzuführen? Und das Thema auch Finanzielles, welchen Schaden nimmt es für jeden Verein? Man hört wieder viel, die anderen sagen wieder, das ist ja eine Wahnsinnseinbuße für den Verein. Andere sagen, ja, man hat auch in der Zeit weniger Ausgaben, das haltet sich schon die Grenze. Ich hatte eine engere Meinung gerne gehört. Ich würde sagen, fangen wir in der anderen Reihenfolge an. Michael, wie schaut es da in der AFL aus? Sinn gemacht, abzubrechen? Wie wird es fortgeführt? Finanzielle Situation? Definitiv, weil bei uns war zwar immer das Ziel, dass wir vielleicht unsere 9 Runden spielen können. Es war aber dann doch bei uns ist die Gesundheit die oberste Maxime und für alle Spieler, für alle Beteiligten war uns eigentlich dann gleich klar, dass diese Saison nicht beendet werden kann. Zum Finanziellen, die meisten Vereine finanzieren sich über Sponsoring. Wir sind jetzt nicht so abhängig von Ticketeinnahmen, weil wir das schlichtweg nicht haben. Aber wie es finanziell bei den Vereinen weitergeht und ob es da Potenzial gibt, sind wir gerade am Ausheben. Also die Liga geht da auf die Vereine zu und wird mit ihnen ins Gespräch kommen, inwieweit sie einen Schaden von dieser Krise davontragen haben und ob es da etwaig dann auch Unterstützung von unserer Seite her geben könnte. Wie schaut es da in Vils aus? Ja, wie ich eingangs erwähnt habe, der Abbruch war alternativlos. Natürlich gibt es immer wieder andere Meinungen. Manche, die was vielleicht am ersten Tabellenplatz waren, die sagen, ja, wir hätten wahrscheinlich aufsteigen können. Sagen kann es im Endeffekt keiner. Ich sage jetzt, nach einer halben Meisterschaft kann man noch nicht vom Aufstieg und vom Abstieg sprechen. Wenn der andere sagt, man hätte die Aufsteiger aufsteigen lassen sollen, die Absteiger sollen in der Liga verbleiben, dann muss ich sagen, dann muss ich den Absteiger genauso warten. Ich denke, es ist die beste Lösung, dass annulliert worden ist. Jedem kann man es natürlich nie recht machen, aber ich denke, für die Masse war es sicher die richtige und die vernünftige Entscheidung. Finanzielle Einbußen hat man
natürlich. Man hat keine Einnahmen über die Kantine, man hat keine Einnahmen über Ticketverkäufe und so weiter. Allerdings muss man natürlich fairerweise sagen, dass die Ausgaben auch um einiges reduziert sind. Man hat keine teure Auswärtsfahrten, man hat keine Schiedsrichtergebühren, was man zahlen muss. Allerdings hat man natürlich laufende Ausgaben wie Platzinstandhaltung, wie Versicherungen, Strom, Wasser, Gas und so weiter, was natürlich weiter bezahlt werden muss. Lukas, deine Sichtweise vom SV Reutte? Ja, also wir gehen da eigentlich akkord mit der gängigen Meinung, dass der Abbruch unumgänglich war. Es gibt natürlich Alternativen, wie die erwähnte Ganzjahresmeisterschaft. Das ist sicher die unbequemere Art der Lösung, weil man da eben auch bis in die Profiliga dann raufgehen muss und das ja dann auch wieder UEFA-konform alles machen muss. Also im Endeffekt alles zu resetten und auf Null ist sicher die einfachste Entscheidung gewesen. Für viele Vereine, die jetzt da vorne dabei waren, verstehe ich den Schmerz. Das ist so, wie wenn man einen Aufstieg am letzten Spieltag verspielt. Dementsprechend verstehe ich das, wenn da jemand unzufrieden ist. Uns trifft es jetzt, glaube ich, ähnlich wie Filz, dass wir im Mittelfeld drinnen sein, wenn es das weniger tangiert. Also schätze, dass wir das super mittragen können. Zum finanziellen Punkt, ähnlich wie bei Filz, wir werden auch keine Eintrittskarten verkaufen. Gerade die Kantine ist bei uns ein großer Teil, der wird vollkommen flach fallen. Auf der anderen Seite spart man sich, wie gesagt, die Auswärtsfahrten, Wieselspielerprämien, Punkteprämien, Trainerkosten unter anderem. Also ich sage, jeder Verein, der vernünftig geführt worden ist in den letzten Jahren, wird die Krise finanziell problemlos überstehen. Das Schwierige, wenn man über die Finanzen reden will, wird eher die Zukunft sein, weil man doch auf diese Sponsoren, gerade die AFL-Vereine schätze, auf diese Sponsoren 50, 100, 150 Euro im Jahr angewiesen ist. Und ich tue mir da persönlich schwer, jetzt einen Sponsorenbrief rauszuschicken an einen Kleinbetrieb, der schauen muss, dass er seine Angestellten erhält und nachher da um 500 Euro bettelt oder ihm das Sponsoring da gern abnehmen wird. Klaus, deine Sichtweise? Abbruch sinnvoll? Hat es andere Möglichkeiten geben? Alternativen, meiner Meinung nach, gibt es, wie die erwähnten, gibt es nicht, weil es gibt Meisterschaftsbestimmungen. Eine davon lautet, so wie ich die Regeln am Anfang habe, so muss es ja zu Ende führen, aus Fairnessgründen. Eine Regel hat geheißen, ich muss zweimal gegen den gleichen Verein spielen, damit die Meisterschaft gewertet wird. Also war, da man von der Regierung aus nicht spielen hat dürfen, der Abbruch fällig. Ganzjahresmeisterschaften wäre sicher vielleicht in der Zukunft interessant, aber auch da muss man die Bestimmungen ändern und es bedarf sicher einer längeren Vorlaufzeit. Da war die Zeit sicher zu kurz, um da irgendetwas zu machen. In Skandinavien hat man das sicher schon länger, diese Ganzjahresmeisterschaft aus klimatischen Gründen, aber bei uns da bedarf es einer Vorlaufzeit, weil die Bestimmungen dann abgeändert werden müssen, die müssen von unten bis oben dann genehmigt werden, also das würde sicher dauern. Zu den finanziellen Geschichten der Vereine wird sicher bitter werden, ist meine Meinung, weil da hat der Lukas sicher recht, sehr, sehr viele Firmen, die um die eigene Existenz kämpfen und die soll man dann um einen Sponsorbeitrag bitten, wird sich wahrscheinlich nicht jede Firma mehr leisten können oder leisten wollen. Ich kann nicht auf der anderen Seite Leute in Kurzarbeit schicken und auf der anderen Seite dann Vereine sponsern. Soweit ich jetzt weiß, ist ÖFB in Verhandlung, um Hilfen bei der Regierung für die Vereine zu lukrieren, aber da hängt alles noch in der Luft und da weiß man noch zu wenig. Gut, also ich darf jetzt sagen, von regional haben wir das ganze Thema ganz toll erklärt bekommen, tolle Meinungen. Wie schaut es mit der Bundesliga aus? Ja, die zweite Bundesliga ist noch nicht entschieden, ob diese abgebrochen wird. Geisterspiele, alles ist im Raum.
trifft es den Fußballer auch im Oberhaus so extrem, wie man das prognostiziert? Darf ich mal sagen, Michael, fangen wir mit dir wieder an. Ja, die Bundesliga ist natürlich ein anderes Niveau. Da geht es um mehr Geld, da geht es um Rechte im Fernsehen, wo man die Möglichkeit hat, solche Spiele zu übertragen. Da geht es auch um die internationale Bewerbung dann für die Champions League und die Euroleague. Da sind Geisterspiele sicher sinnvoll, auch für den Konsumenten, wenn man dann wieder im Fernseher einschaltet und nicht die dritte Wiederholung von der Tour de France sieht. Ist sicher vielleicht ein kleines Highlight für jeden Fußballfan, wenn man wieder die eigenen Spieler in der Bundesliga oder auch in die anderen Bundesligen europaweit spielen sieht. Zweite Liga, ja, wenn das gleich geregelt wird wie im Unterhaus, ist das sicher sinnvoll, ist sicher für die Aufsteiger bitter, wenn sie dann nicht in der ersten Bundesliga spielen, würde aber aus meiner Sicht verschmerzbar sein. Aber die erste Bundesliga ist sinnvoll, dass sie weiterspielen, weil es um andere Argumente geht. Klaus, was sagst du dazu? Internationaler Fußball, österreichischer Fußball, trifft es dir schwer? Ja, logisch, da geht es ums Geld. Und da geht es um Fernsehgelder und um nichts anderes, weil es ist nichts Uninteressanteres wie ein Fußballspiel ohne Zuschauer, ohne Emotionen. Und ich weiß gewiss, viele Spiele werde ich mir sicher nicht anschauen, weil das ist mir jetzt langweilig. Aber wenn der Sender Sky einen Haufen Geld zahlt und die Vereine brauchen das für ihre Profis, dann wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, mit Auflagen, die sehr teuer sind, mit Tests und so weiter. Und das wird vielleicht jetzt kurzzeitig funktionieren. Ob dann Sky weiterhin so einen Haufen Kunden haben wird, die Sky dann diese Millionen gibt, das wage ich zu bezweifeln. Also wird der internationale Fußball auch kleinere Brötchen backen müssen, bis auf ein paar Superreiche in England drüben. Aber sonst, glaube ich, wird man Fußball, meine Meinung, ein bisschen neu denken müssen. Was sagt der SV Reuter da dazu? Lukas. Man sieht im Prinzip bei so einer Krise, wie wichtig Fußball eigentlich ist. Also es geht da um die Gesundheit von der ganzen Bevölkerung. Jetzt, wo das ganze Krisenniveau wieder weniger wird, sagen wir mal, wo sich das langsam ausschleicht, merkt man aber doch, dass Fußball nicht ganz unwichtig ist, sondern also dieser Profifußball in der zweiten Liga oder in der österreichischen Liga, das kann man ja im Prinzip mit den internationalen Spitzenligengehältern vergleichen. Ich sage mal, die erste Bundesliga und die zweite Bundesliga sind für die Breitensportler und die Österreicher relativ uninteressant, was die da oben machen. Weil ganz einfach wir alle an einem Samstag selber an einem Fußballplatz stehen und kurz Zeit haben, deren Spiele da anzuschauen. Dazu, wenn man dann Spiele anschaut, dann sind es attraktivere in der Champions League, Deutsche Bundesliga, Frankreich, Spanien, England. Dementsprechend sieht man, dass der Stellenwert vom Fußball sehr hoch ist für jemanden selber, für den Sportler, für den breiten Sportler. Und das ist eigentlich das Tolle, dass ich aus der Krise rausziehe, dass bei uns im Verein und vor allem unsere Nachwuchsspieler nicht fragen, wann spielt Manchester gegen London, sondern da fragen sie, wann ist unser Training wieder, wann können wir trainieren. Und ich finde, dass jetzt eigentlich die Regelungen richtig wären für den breiten Fußball, für den breiten Sport generell, da richtige Lösungen zu kriegen für die Volksgesundheit im Prinzip. Und dass die zweite Bundesliga, wenn sie sich da überleben, dann ist es eh schon ein krankes System gewesen. Das war ja immer so eine Mischung aus, sind sie Amateurvereine, sind sie Profivereine, vielleicht schrumpft sich das Ganze wieder gesund. Erich, was ist deine Meinung dazu? Also ich kann mich in vielen Punkten beim Klaus anschließen und muss im Profibereich sich ein bisschen differenzierter sehen und zum Amateurbereich. Im Profifußball, da reden wir im Prinzip von Wirtschaftsbetrieb.
Den muss man sehen wie jeden anderen Wirtschaftsbetrieb. Da geht es natürlich auch ums wirtschaftliche Überleben. Ob das der richtige Weg ist mit Geisterspiele und Corona-Tests und so weiter, die also genauso finanziert werden müssen, das überlasse ich jetzt einmal den einzelnen Vereinen und Verbänden. Mir sieht da eher ein bisschen das Problem bei den kleineren Mitarbeitern. Es sind natürlich viele Angestellte bei Profivereinen, die was ein normales Einkommen haben und nicht die Millionen, wie die Profifußballer in den Spitzen liegen. Und dir gilt es natürlich auch zum Schützen, dass ihr ihr geregeltes Einkommen habt. Der Profifußball selber sehe ich eigentlich relativ weit entfernt von Fans und Zuschauern und so weiter. Da geht es im Prinzip wirklich nur noch ums Geld und die Millionen zum Schöpfen. Man sieht es eigentlich in der Entscheidung, dass man sagt, wir wollen die Liga auf Biegen und Brechen durchführen, ohne Zuschauer, das ist uns grundsätzlich egal. Wir wollen die TV-Einnahmen und das spiegelt eigentlich wieder, was der Profifußball vom eigenen Fan eigentlich möchte. Ja, und ja, das ist schwer zu sagen. Also ich persönlich, wenn man sich kein einziges Geisterspiel anschaut, für mich sind das katastrophale Zustände, es ist keine Stimmung da und so weiter. Und da geht mein Interesse eigentlich ziemlich gegen null. Und ich habe es auch durch viele Gespräche und durch viele Telefonate derzeit, hört man eigentlich immer wieder raus. Man fragt ganz selten, ich bin wieder froh, wenn die Bundesliga startet und so weiter, daher eigentlich viel öfters die Frage, wenn geht es denn bei euch wieder los? Ich möchte euch wieder am Fußballplatz kommen, ich möchte bei euch wieder Spiele sehen. Und ich glaube, dass der professionelle Fußball vielleicht ein bisschen überbewertet wird. Das Positive aus der Krise könnte vielleicht sein, dass das ganze Fußballgeschäft wieder ein bisschen gesund schrumpft mit normalen Ablösezahlungen, mit normalen Gehältern. Das würde vielleicht im Fußball sicher gut tun und ihn vielleicht auch wieder näher zu der Basis und näher zu den Fans bringen. Also stimmt es, ist mir überein, wenn man die Aussage tätigt, der Fußball steht und fällt mit den Fans, mit den Zuschauern, Klaus? In erster Linie steht und fällt der Fußball einmal mit den Akteuren, mit den Fußballern, die draußen um und umspringen, mit den Schiedsrichtern, die man nicht vergessen darf, und mit den Fans natürlich und mit der Stimmung, die da auf, mit Emotionen, was halt alles zu einem Fußballspiel dazugehört. Und im Geisterspiel, hoffentlich kommen die Geisterjäger nicht daher. Ja, die hoffen wir, dass wir die in Zukunft nicht sehen werden. Lukas, was sagst du dazu? Also man muss da wieder differenzieren, eben zwischen Profis und Amateuren und die Motivationen und die Beweggründe sehen. In der Profiliga spielt man um Geld zum Verdienen, da spielt man für Geld, da spielt man nicht dafür die Zuschauer. Die Zuschauer bringen dir nur das Geld. Anders ist es bei den Breitensportlern, bei den Amateuren, da spielt man für sich selber, weil man Fußball spielen will, weil Fußball die geilste Nebensache der Welt ist. Genau deswegen spielt man da. Was sagt der Michael dazu? In der AFL ist ja die Zuschaueranzahl teilweise schon gut überschaubar, aber da ist genauso eine Freude dabei, da ist genauso eine Hektik dabei, da ist genauso eine Emotion dabei. Wenn sie bei uns die Sicherheitsabstände der Zuschauer einführen würden, hätten wir sicher kein Problem. Bei uns geht es auch um den Sport. Da freut sich ja jeder, wenn er ins Training kann. Da freut sich ja jeder, wenn er seine Spiele oder sein Spiel am Wochenende im Talkessel bestreiten kann. Deswegen schauen wir auch ein bisschen positiv in die Zukunft, wo man sagt, okay, eine Herbstrunde, eine neue Saison fängt bei uns mit im August, September an. Da sind wir schon voller Hoffnung, dass es da dann auch wieder weitergeht, dass wir dann wieder den Sport ausüben können und auch vorher und möglicherweise unter gewissen Voraussetzungen auch wieder ins Training gehen können. Und ich glaube, da liegt unser Hauptfokus drauf, nicht wie viele Zuschauer wir haben, sondern eben sowieso der Lukas gesagt hat, dass man wieder Fußball spielen kann und dass man wieder unter seinen Kameraden ist und da wieder das Wetter genießt. Darf ich da noch kurz einhaken? Ja, bitte.
Ich ertappe mir jetzt da selber auch gerade, dass wir zum Großteil nur über Erwachsenenfußball reden. Das Wichtigste eigentlich ist die Nachwuchsförderung und dass wir im Nachwuchs wieder trainieren können. Weil das für die Spieler und für die Ausbildung der Spieler ist es das Wichtigste. Den Nachwuchs kann man gar nicht hoch genug schätzen. Und den Kindern ist es komplett egal, ob da 300 Zuschauer oder Mama und Papa dabei sind. Die spielen wegen Fußball. Also das Wichtigste ist eigentlich, bevor man jetzt da sagt, Erwachsenenfußball mit Anreisen von 2 Stunden, zum Schluss noch ins Bad Znaun. Dass man so etwas jetzt am Anfang nicht braucht, ist mir vollkommen klar. Aber Kinderfußball, da wo man sich einfach am Sportplatz trifft und miteinander spielt oder ein Training macht oder ein Spiel untereinander zwischen 2 Dörfern, das ist jetzt das Ultimative, das jetzt wichtig wird, weil sonst ist das eine verlorene Generation und ein verlorenes Jahr für die Kinder. Und dementsprechend wird es jetzt wichtig, einfach wieder Vollgas geben zu dürfen am Sportplatz. Wie schaut es in Vils aus, Erich? Freude am Sport, oberstes Gebot, oder? Freude am Sport ist immer das oberste Gebot. Ich muss ehrlich sagen, also die österreichische Bundesliga, sage ich mal, die Hälfte der Vereine hat sicher genügend Erfahrung mit Geisterspielen und Anführungszeichen. Weil wenn sie im Giebeler Stadion ein paar hundert Leute einfinden, nachher muss man auch davon Geisterspiel reden. Aber jetzt zurück im Amateurbereich, muss ich Lukas eigentlich schon widersprechen. Natürlich spielt jeder im Amateurbereich für sich, weil er beim Fußball spielt, weil er Freude am Sport hat. Aber es gibt 2 Punkte beim Publikum. Erstens ist der finanzielle Part. Also wir lukrieren viel Gelder aus unseren Heimspielen. Es ist ein großer Brocken von unserem Budget, was da abdeckt wird durch die Eintritte und durch die Kantine. Und dahergehend kann man schon keine Geisterspiele vorstellen. Das war wirklich ein finanzielles Problem für viele Vereine, nicht nur bei uns. Und der zweite Punkt ist, Spieler wollen ein bisschen eine Stimmung, Spieler wollen Emotionen. Es ist im Endeffekt wie ein Trainingsspiel, wenn keine Zuschauer da sind. Ich würde langsam zum Schluss kommen, und zwar in der Schlussrunde, dass jeder einfach nochmal ganz kurz zusammenfasst. Was wünscht er sich für die Zukunft, für seinen Verein, da wo er tätig ist? Was wünscht er sich für die Zukunft vom Fußball? Was sagst du dazu, Klaus? Die Wünsche an die Zukunft? Ja, für den Fußball. Es ist momentan gleich viel als die Wünsche ans Christkindl. Ich glaube, dass für den Fußball eins kommen wird. Ich bezweifle, ob im Herbst ein regulärer Betrieb schon möglich ist. Es ist ein Kontakt, da kann ich nicht mit Hula-Hoop-Reifen um mich umspielen, dass ich keinen Kontakt habe. Das geht nicht. Aber solange die Regierung das eben nicht freigibt, werden wir vielleicht in Kleingruppen trainieren können, das kann ich mir vorstellen. Aber einen regulären Betrieb, wie man ihn kennt, wird auch, glaube ich, im Herbst äußerst, äußerst schwierig werden. Ich hoffe, dass es auf Frühjahr hingeht und dann eventuell diese Ganzjahresmeisterschaft vielleicht in Angriff genommen werden kann. Hey, das kann ich mir vorstellen. Aber es wird sehr, sehr schwierig werden. Erich, Zukunft, Wünsche, Vorschläge? Ja, der größte Wunsch ist, dass man im Prinzip alle, nicht nur die Vereine, alle Menschen im Prinzip, halbwegs gesund und gut aus der ganzen Affäre rauskommen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und dass man im Prinzip uns irgendwann demnächst wieder mal auf dem Platz sehen können. Ich meine, es ist jetzt schon angedacht, dass eventuell ab 15. Mai die Sportplätze einmal geöffnet werden und mit gewissen Regelungen, sprich Kleingruppen, Abstandstraining und so weiter, dass man zumindest einmal einen Ball zuschicken kann. Und dass vielleicht auch ein bisschen der soziale Kontakt wieder mal da ist. Und nicht nur über WhatsApp oder Facebook oder wie auch immer. Der Wunsch allgemein ist einfach, dass möglichst alle dabei bleiben, vom Bambini bis zu den Kampfmannschaften, dass wir wieder vernünftig weiterarbeiten können. Und
ich denke mal, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Umdenken im Amateurbereich gibt. Ich meine, es sind also im Amateurbereich wahnsinnige Summen an Ablösen, an Prämien, stückweise schon sogar Fixgehälter im Umlauf. Mit dem kann ich persönlich ehrlich gesagt nichts anfangen. Ich meine, wir sind in der glücklichen Lage, dass es im Filz keine Prämien, keine Gehälter und so weiter gibt. Das war bei uns ein Spieler auch noch nie ein Thema, wird es hoffentlich auch nie sein. Da bin ich eigentlich ehrlich gesagt sehr dankbar und muss auch Lob und zum Spiel aussprechen. Ich denke, dass sich viele Vereine dahingehend orientieren müssen, dass sie einen Weg über den eigenen Nachwuchs suchen und dass im Nachwuchs auch die Möglichkeit geben, dass sie in der Kampfmannschaft spielen können und das nicht nur propagieren. Und ich denke, dass auch viele Vereine, speziell auch im Inntal, wo ja wirklich viele Gelder im Umlauf sind, vielleicht dahingehend wieder ein bisschen mehr auf den Nachwuchs und auf ein wirkliches Vereinsleben besinnen. Aber wie gesagt, das ist natürlich jedem Verein selber überlassen, aber ich denke, dass zwangsläufig einfach so kommen wird, anhand der wenigen Gelder, was aus der Wirtschaft kommen werden. Lukas, bitte. Was sagst du dazu? Ja, also der Wunsch für meinen Verein in der Zukunft ist natürlich, dass wir alle gesund bleiben und vor allem beim Sport dabei bleiben, ob das jetzt Fußball primär ist, Hauptsache Sport, aber ich habe da einen ganz speziellen Wunsch, den wir natürlich auch bei uns im Vorstand artikuliert haben, das ist, dass wir doch deutlich mehr Eigenbauspieler in unsere erste Mannschaft einkriegen. Wenn wir sie uns jetzt anschauen, wir haben da brutal hungrige junge Generation. Und ich wünsche mir ganz einfach, dass die dabei bleiben, wünsche der Generation und vor allem den Nachkommen beim SV Reutte viel Erfolg und den Kindern vor allem Spaß beim Fußball. Ja, zu dem Ganzen mit dem Finanziellen, das wird man sehen, wie sich das alles regelt. Bei uns im Bezirk ist das eh alles human, in Innsbruck und Umgebung. Wenn man da wieder ehrlich schon richtig gesagt hat, sicherlich ein paar Vereine haben, die es da härter trifft wie uns. Michael, wie der Klaus vorhin gesagt hat, bitte Wünsche ans Christkind. Ja, die Wünsche sind überschaubar oder leicht zu erklären. Das erste ist einmal, dass jeder gesund bleibt, wenn man die Krise unbeschadet, so gut es geht, übersteht. Für den Sport selber oder für die AFL wünsche ich mir einfach, dass alle Vereine, auch wenn sie jetzt ein halbes Jahr lang ihr Hobby nicht ausführen haben können, erhalten bleiben. Vielleicht auch ein bisschen ein Auge drauf, dass wieder mehr Spieler durch den langen Entzug oder mehr Leute durch den Entzug vom Sport auch zum Fußball finden, gerade die Jugend. Und ja, der dritte Wunsch ist, dass wir eigentlich relativ schnell wieder in einen geregelten Ablauf kommen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns im Sommer dann auf die Sportplätze wieder. Gut, ja, in diesem Sinne möchte ich mich bei euch allen recht, recht herzlich bedanken. Bleibt mal bitte schön gesund und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Macht es gut. Vielen Dank.